Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Marvel's Guardians of the Galaxy. Wir machen direkt mal weiter mit der Story und ja, ihr seht's, wir sind wieder in der Vergangenheit. Wir spielen wieder den jungen Peter und wir sollen jetzt diesmal unser Geschenk abholen. Aber zunächst will ich erstmal eine Hose anschauen. Meiner Hose geht's nach der Rauferei nicht viel besser als meinem Auge. Ja, der gute alte Peter hat sich geprügelt. Oh, Hündchen. Kumpel, egal wie lange du hier auf Opa und Oma wartest, sie kommen nicht zurück. Tut mir leid. Oh, der arme Hund. Ich will einen Hund. Ich möchte wieder einen Hund haben. Ich vermisse immer noch meinen gestorbenen Hund. Oder eher verstorbener Hund. Ja, also es bringt jetzt nicht nochmal alles hier anzuschauen, weil wir haben ja alles schon geschaut. So, ich meine, das ist... Ah, hier ist es. Genau. Klar, dass du nicht wartest. Weißt du, was Geburtsrecht heißt, Peter? Das ist, was das zu dir gehört. Wie dein Name. Bevor dein Vater wieder ins All geflogen ist. Ach, Mom. Ich weiß, es klingt verrückt und du wolltest mir nie glauben, aber es hat sich was geändert. Und ich brauche dein Vertrauen mehr als jemals zuvor. Und das hilft vielleicht. Wow. Ganz langsam, Cowboy. Die gehörten deinem Vater. Ich dachte, er hätte die zu unserem Schutz dagelassen. Aber es könnten auch Briefbeschwerer sein. Aber wenn sie es schaffen, dich davon zu überzeugen, wer er wirklich war, dann sind sie vielleicht Schutz genug. Schutz wovor denn? Dein Vater war nicht nur von einem anderen Planeten, er war jemand Bedeutendes. Und als solcher hat man Feinde. Was meinst du mit jemand Bedeutendes? Er war ein König. Über eine ganze Welt. Namens Bartex. Sehr weit entfernt. Und er war ein großartiger König. Und wie du dich um andere kümmerst, zeigt mir, dass du auch mal so wirst. Aber herrschen ist niemals leicht. Dein Vater ging weg, um uns zu beschützen. Das hat 13 Jahre funktioniert. Aber jetzt ist etwas unterwegs. Wir werden beobachtet. Mom, wenn du unbedingt ein Spiel spielen willst, dann sag es doch einfach. Hoffentlich irre ich mich, Peter. Das meine ich ernst. Doch als Königssohn, egal auf welchem Planeten, trägst du für den Rest deines Lebens eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich weiß, du bist sehr mutig. Aber du musst auch klug sein. Es kann sehr schnell gefährlich werden. Ich lass mal Kubrick raus. Bin gleich zurück. Echt krass. Oh, Scheiße. Nein! Oh, Scheiße! Wir werden angegriffen! Okay, kleiner Peter, komm! Rette deine Mom! Mom! Alter, das sind die Chitauris? Thanos? Wer
Er greift uns jetzt hier an? Was? Wie sollte er helfen? Ja gut. Ah. Mich in Ruhe. Was zum... Na, du kleiner Hacke? Was geht hier ab? Ihr Bastarde hattet Glück, ja. Wir hätten euch fast ermordet. Es heißt ermordet. Hat er doch gesagt. Ha! Kein Grund, pädiatrisch zu werden. Oh, na super. Wir hätten euch alle umgebracht. Bis auf dich, Mr. Großmaul. Nein. Lady H will dich leben, aber nicht zuleben. Dann ist eure Mission erbärmlich gescheitert. Peter Quill, diese miesen Kopfgeldjäger behaupten, Lady Hellbender hätte sie angeheuert, uns zu töten. Hey, wir sind keine Nieten. Wir gehören jetzt zu einer Liga. Könntet ihr vielleicht leiser sein? Ich muss nachdenken. Hoffentlich denkst du besser, als du kämpfst. Ha! Denn gekämpft hat er nicht besonders. Hab's kapiert. Peter Quill ist ein durchaus annehmbarer Krieger. Autsch, Mann. Das war ein Kompliment. Wir sitzen nicht mehr lange hier fest. Wir nicht. Nein, nein. Freunde werden uns bald rausholen. Sehr bald. Dann werdet ihr wünschen, wir hätten euch umgelegt. Haltet den Mund. Hey, das ist ein großer Fehler. Ich bin unschuldig. Cosmo, bist du da draußen? Cosmo! Okay, wo zum Teufel sind wir denn? Hallo? Cosmo? Ich muss wirklich dringend auf die Toilette. Cosmo, du musstest doch mich kennen. Ich bin's, Peter, Star-Lord. Schön, dass du endlich aufgetaucht bist. Noch schöner wäre gewesen, wenn du mich gar nicht erst sitzen gelassen hättest. Ich war nie weg. In einem Moment ist alles gut und im nächsten... Warte mal, hast du mich als Köder benutzt? Wir sind alle unsere eigenen Gefangenen. Ich bin gut. Ja, bleibt ihm gefälligst von der Rinde. Au, das Pilzvieh hat mich gekratzt. Ich mach gleich noch mehr, ich werde dich ermördern. Hey Jungs, euch hatte ich hier nicht erwartet. Klappe, Flacherdler. Flacherdler? Ja, noch dazu ein Ungepflegter. Schnauze jetzt und rein da. Komm schon, Mann. Was ist dein Problem? Du, deshalb sind wir weg. Ich bin gut. Doch, hast du. Und jetzt hör auf, mit ihm zu reden. Rocket, Kumpel, komm schon. Wir hatten was Cooles am Laufen. Du und Groot, ihr seid doch keine Schmalspur-Kopfgeldjäger. Spott. Was hast du gesagt? Ich sagte Spott. Man sagt nicht Spott, man sagt was Spöttisches. Oh, drücke ich mich für dich nicht korrekt genug aus? Weißt du was? Du bist so ein richtiges Waff. Ich bin Groot. Was dachtest du, was ich sag? Ich bin Groot. Das wuff ich auch. Ich mein Mann. Was? Willst du mich verwuffen? Ich hab euch eine Bazillion Mal gesagt, dass ich kein Wufftier bin. Was wuffst du denn? Du wuff, wuff, wuff. Ich bin Groot. Wuff, wuff, wuff. Was denn für ein Hexenwerk? Wo sind wir? Ihr immer noch seid auf Nowhere. Cosmo! Wie geht's dir, Kumpel? Wir wollten gerade... Wächter von Galaxien verraten Cosmo Grund für Einbruch in Continuum-Kortex. Sonst Cosmo wird sie geißeln mit noch schlimmeres Psychogulag. Einbruch in den... Füttere Cosmo nicht Katzenkeks, Piotr Quill. Du arbeitest mit Blood Brothers. Machst Ablenkung, damit Freunde dreister Waschbär und denkender Baum Continuum-Cortex benutzen können. Vielleicht wegen Eigennutz. Cosmo weiß auch,
Wächter von Galaxien haben Nova-Träger auf Schiff. Okay, das ist sicher nur ein großes Missverständnis. Stimmt's? Stimmt. Wir sind hier wegen eines Vorfalls auf Nova Rock. Wächter von Galaxien waren auf Nova Rock? Ja, wir wollten bei Centurion Corell unsere Strafe zahlen. Warum? Seltsame Signale springen durch Galaxie. Wie Hasen im Frühling. Cosmo schickt viele Teams für Untersuchung. Keines kommt zurück. Jetzt Nova Rock sendet selbes Signal. Wächter von Galaxien sagen Cosmo, was sie gesehen. Das Novacore hat einander umgebracht. Ich bin Groot. Als wären sie auf irgendeiner üblen Droge oder sowas. Oder wie ein Kult. Ja, dieses Ritual mit dem Priester. Es ging um ein Versprechen. Sofort, Sir. Bruderschaft der Raptoren. Kult der negativen Zone. Kirche der universellen Wahrheit. Das sind sie. Und der alte Mann, der bei ihnen ist. Sein Shuttle explodierte auf der Harlas Hope. Der große Einiger Rekar, Kopf von Universelles Kirche von Wahrheiten. Cosmo kennt diesen Namen. Ein alter Kult. Sehr mächtig im Galaktisches Krieg. Jetzt nicht mehr so sehr. Du hast gesagt, der Rock sendet irgendein Signal. Könnte ihre Religion irgendwie... Nicht. Universelles Kirche von Wahrheiten starb mit goldhäutigem Gott. Wir könnten ja die Harlas Hope für dich untersuchen. Ich bin gut. Was? Keins deiner Teams kam zurück, richtig? Mir scheint, dir gehen langsam die Leute aus. Und wir wollen auch wissen, was passiert ist, genau wie du. Echt? Also lass uns das für dich machen. Piotr Quill immer winken mit Leckerli. Und danach immer bitterer Nachgeschmack. Bald. Was wollen Wächter von Galaxien dafür? Ganz einfach. Keine Anklage. Und NovaCore und das WorldMind sollen uns die Strafe erlassen. Dann gehen wir. Das sei nicht so einfach. Sie ist ein Flohkiste. Du brauchst uns. Uns? Fürs Erste. Außer du findest ein paar andere Dumme. In Sowjetrussland. Cosmo würde Kapitalisten Abschaum nicht glauben. Aber hier nicht Mutterland. Und Cosmo kennt Macht von Faustpfand. Wächterschiff bleibt auf Nowhere. Was? Du kannst uns nicht unser Schiff? Mein Schiff. Wie sollen wir die Harlas Hope finden? Fragt Reisten Waschbär. Jetzt kommt. Zeit ist entscheidend. Also, wo genau geht's jetzt hin? Zur ursprünglichen Siedlung von frühen Tagen, bevor kam die Wanggruppe. Also gibt's die erste Bergbaukolonie noch? Da, jetzt verlassen. Größter Teil. Und da gehen streng verboten. Hier bist du also eingebrochen? Für Einbrechen war's zu einfach. Moment. Das ist der Continuum Cortex? Ist bester Weg, Nova-Schiff zu erreichen, bevor weiterfliegt. Du hast Corell gefunden. Wo ist sie? Nova-Schiff aktuell im Elytra-System, Orbit von Mykoplanet. Contraxia? Cosmo nicht überrascht. Das dreister Waschbär mag Müllplanet. In den Toiletten finden sich wertvolle Informationen. Gesamter Planet sendet jetzt selbes Signal wie Nova Rock. Cosmo versteht nicht Zweck oder Absicht. Die ganzen Bars und Wettlokale
und Bordelle. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Cosmo ungern einig mit Attentäterin. Wir können Corell finden und Contraxia retten. Vielleicht sollten wir nicht zu viele Garantien geben. Wir sind die Wächter der Galaxie, das ist unser Job. Ich bin dabei, Peter Quill. Wirklich? Natürlich, das war eine mitreißende Ansprache. Stiefellecker. Wie viele Personen wissen von diesem Ort? Genug. Ist nicht bekannt in ganze Galaxie, aber Wissenschaftler kommen aus vielen Kulturen. Hätte Thanos von seiner Existenz gewusst. Ah, toter Titanenkönig, nicht länger Sorge für Anlass. Ich bin überrascht, dass der Nager die Sicherheitssysteme umgehen konnte. Und was ist das? Noch ein Aufzug? Sie kriegen's gleich raus. Bitte zurücktreten, Wächter von Galaxien. Wow. Welch gewaltiges Hexenwerk ist das? Ich weiß, als hätten Sie noch nie eine riesige transdimensionale Hand gesehen. Bitte Handfläche betreten. Und wenn etwas schief geht, wie kommen wir zurück? Mit Paz. Kann mit Cosmo kommunizieren und bei Notfall Wächter von Galaxien zurückbringen. Ich bin gut. Besser du als Captain Heldenmut hier drüben. Es ist soweit. Nova-Schiff untersuchen. Mit Passfunde melden. Und du redest mit dem Worldmind? Und kümmerst dich um die Strafe? Cosmo gibt Bestes. Viel Glück, Wächter von Galaxien. Hat jemand Sicherheitsgurte gesehen? Diesmal solltest du dich nicht übergeben. Das ist... Hexenwerk? Ich wollte schwindelerregend sagen. Ich bin gut. Man gewöhnt sich dran. Sind wir im Weltraum? Wir sind irgendwo zwischen dem Raum, zwischen Dimensionen, zwischen der Zeit, sogar zwischen Realitäten. Was meinst du? Okay, das ist schon ziemlich cool. Mit diesem Ding theoretisch. Das sieht Hammer aus. Sogar an Orte, die nicht existieren. Und es trotzdem tun. Multiverse also. Was für ein Name ist denn bitte Avengers? Ah, ich glaube, wir werden jetzt hier ein paar Easter Eggs erleben. Ist dieses Geräusch normal? Normal? Das war jetzt ein Chitauri und davor waren es jetzt die Avengers. Senator und Joan Jett über uns wachen. Von welchen Göttern sprichst du da? Göttinnen. Okay, was kommt noch so? Drax? Ich lache überhaupt nicht. Das ist ein böses Omen unseres baldigen Todes. Wo du dich auch versteckst, kleiner Licht. Oder es ist eine alternative Realität. Da würde ich eher Gamora zustimmen. Ich kenne dieses Geräusch. Es ist eine alternative Realität. Thanos. Hey, seht mal! Es ist Spider-Man! Moment, ist das die Erde? Peter! Mom? Dein Date für den Abschlussball! Komm rein, Janie. Peter wird gleich da sein. Wirklich? Janie? Okay, nächster Halt. Harlas Hope. Wahrscheinlich. Festhalten, Groot. Es geht los. Hala verflacht. Okay, es geht los. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Alles klar, Leute? Sieht das etwa so aus? Okay, haltet durch. Ich stell die Schwerkraft wieder her. Na toll. Dann sitzen wir für immer so fest. Rocket, ja, ein Moment, Rocket. Sagt Mistlord, dass die meisten Schiffe mit externen Energieverteilern in Überdruckschleusen eine Pseudoschwerkraft erzeugen. Die Bestie will, dass du einen Energieverteiler suchst. Okay. Ja, ist das nicht kein Energieverteiler? Vielleicht das, was wir brauchen. Dann nimm sie doch mit. Okay. In einem Tick habt ihr wieder Boden unter den Füßen. Okay. Ich hab so eine Art Batterie gefunden. Sieht intakt aus. Könnte nützlich sein. Sagt Mistlord, er soll sich daran festhalten. Hey, ich bin nicht Mistlord, ja? Sonst mach ich mal wuff, 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 ne, Rocket, das magst du. Wuff, 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 wuff. Ich sehe nichts Brauchbares. Sag ihm, dass ich ihm nicht alles abnehmen kann. Benutz dein Visor, Peter. Ja, ich hab schon, Leute, ich hab schon. Es ist nur nicht einfach. Okay, die Batterie ist eingebaut, Gamora, aber es passiert nichts. Echt jetzt? Ich bin gut. Na schön, ich sag's ihm. Hör zu, Bullenfreund. Sag mir, was du siehst. Da ist ein blauer Draht und zwei Anschlüsse, gelb und rot. Und ein großes grünes Ding. Lass das grüne Ding nicht an! Kein guter Zeitpunkt zum Schreien, Mann! Okay, okay. Steck zuerst das Kabel in einen der Anschlüsse. Wir brauchen nur Starthilfe. Okay. Er hat gesagt, nicht das Grün anfassen. Ja,
Langsam mag ich die Schwerelosigkeit. Ja, dann lass uns mal hochnehmen. Wird schon schief gehen. Oh, verdammt! Du hast das grüne Ding angepasst, hab ich recht? Große Klasse, Quill! Ich hab nicht das grüne angefasst. Ich will das rote nehmen. Kraft wurde nicht wiederhergestellt. Du hattest eine Aufgabe, Quill. Ich hab genau das gemacht. Erzähl mir mehr über diesen Job, Naga. Warum? Ich versuche Gemeinsamkeiten mit dir zu finden. Okay, Moment mal, haben wir jetzt eine neue Fähigkeit bekommen? Elektroschocker? Ich auch nicht. Diese Schusswaffen werden immer beeindruckender. Sollen wir Cosmo anrufen? Ihm sagen, was wir bisher gefunden haben? Ich bin Groot. Was meinst du mit Codewort? Aber hey, wir sind jetzt endlich mal wieder alle vereint. Erst dann, wenn wir uns auf ein Codewort einigen. Könnte nützlich sein, falls wir auf dem Schiff in Bedrängnis geraten. Wie wär's mit Quill Will? Das Codewort lautet Sternenritt. Und wir sollten Cosmo erst anrufen, wenn wir wissen, was vor sich geht. Außerdem sollten wir unsere Benutzung von Hundebericht vereinheitlichen, um wichtige Informationen für unsere Ermittlungen hervorzuheben. Ja, ganz bestimmt, Kumpel. Hundebericht. Hundebericht, alles klar. Das Schiff zu verlassen. Vielleicht haben sie alle gekündigt. Nicht jeder gibt gleich auf, sobald mal was schief läuft. War das eine Spitze? Nein, eine deutliche Kritik. Ich bin gut. Leute, Rocket ist gegangen, aber er ist zurück. Nur das zählt. Und die Ermittlungen für den Hund? Und die Frage, ob es Nikki und Corell gut geht. Okay, mehrere Dinge zählen. Das ist die Lösung. Genau, das ist die Lösung. Rocket ist wieder zurück mit Groot, Baby. Da, alle gespürt, oder? Yep. Genau wie als ich versucht habe, die Schwerkraft wiederherzustellen. Er ist doch nie an etwas schuld, oder Groot? Genau, ich bin immer unschuldig. Was auf dem Rock passiert ist. Es wurde verzweifelt versucht, eine letzte Verteidigungsposition zu halten. Gute Engstelle dafür. Wenn das ein Kampf war, wo sind dann die Leichen? Das stimmt. In dem Evakuierungshangar waren auch keine. Vielleicht sind alle entkommen. Darauf würde ich nicht hoffen, Peter. Okay, wir müssen in Corells Büro gelangen. Kann jemand Quill sagen? Komm schon, Mann. Können wir nicht einfach direkt miteinander reden? Okay, du weißt schon, dass deine Freundin es wahrscheinlich nicht geschafft hat. Jetzt bist du einfach nur gehässig. Okay, Moment mal. Welcher Weg ist jetzt der richtige? Stromausfall in mehreren Bereichen des Schiffs. Das haben wir übersehen. Gehen wir es nochmal durch. Deine Freundin hat uns verhaftet und den Kirchenmann, den großen Einiger Raker, dann ist sein Schiff. Moment mal. Ich wusste, den kann ich brauchen. Woher hast du einen Nova-Generalschlüssel? Nikki hat ihn mir gegeben, damit ihre Mom nichts merkt. Wir könnten ihn verkaufen. Der ist bestimmt ein paar tausend Units wert. Weißt du eigentlich, was der Nova-Corps mit Leuten macht, die sie bestehlen? Ich bin Groot. Seh dich okay, auf. Rocket. Wetten, mach mir für mich ein paar neue Upgrades. So, was kann ich denn noch leisten? Nicht Leichen, meine Fresse. Perfektes Ausweichen. Oh, das hört sich doch gut an. Ding, ding, da ist es. Ding, ding, da, dang. Dankeschön. Das war wirklich ausgezeichnete Arbeit, wenn ich das sagen darf. Also ich frage mich jetzt, welcher Weg ist jetzt wirklich der richtige? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier lang. Weil es sah nicht so wirklich so aus, ob das jetzt hier der reguläre Weg ist. Was hoffst du hier zu finden, Peter Quill? Nikki hatte jede Menge Geheimgänger auf dem Schiff. Vielleicht hat sie eine Nachricht hinterlassen oder so. Stimmt, wohl. Ich meine, wir haben viel gemeinsam. Sie hat mich an mich erinnert, weißt du? Ja, und vor allem, die war ja eigentlich auch ziemlich nett. Ich will nur sicherstellen, dass es ihr und ihrer Mom gut geht. Okay, ist hier vielleicht irgendetwas, eine Rüstung? Vielleicht Loot-Sachen? Aber wie es aussieht, eher nicht. Eine Möglichkeit, den Strom wieder einzuschalten? Oder ein Hinweis darauf, was passiert ist.
Oh nein. Bitte nicht. Oh, eine Leiche. Kanntest du diesen Wartungstechniker, Peter Quill? Nein. Du wirkst erleichtert. Bin ich auch. Was zum Flak macht ihr zwei da? Gehen wir endlich weiter. Echt jetzt nur wegen der Leiche? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Hundebericht. Merkwürdiges Rumpeln auf Schiff geht weiter. Könntest du deine Berichte gedanklich speichern? Genau das mache ich doch. Er meint... vergiss es. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen unheimlich. Wo sind denn die alle? Sind die jetzt hier alle verflucht oder tot? Ach man, warum muss es unbedingt ein Kult sein? Ich wünschte, ich würde mich auf der Wanne besser auskennen. Dann könnten wir rauskriegen, wo es angefangen hat. Weißt du, wo wir sind, Gamora? Nicht wirklich. Nova hat mir nie wirklich Freiraum gelassen. Sie hatten gute Gründe, dir nicht zu trauen. Schon wieder? Ich habe nur gesagt, dass Novas Misstrauen dir gegenüber berechtigt war. Je länger wir streiten, desto mehr könnten wir übersehen. Überaus inspirieren. Hast du das von dem Platzdeckchen? Ich sage nur, dass wir bis zum Hals drinstecken und zusammenarbeiten müssen, um wieder rauszukommen. So, Leute, aufhören zu streiten. Wir sind ein Team. Seid doch froh, wir sind wieder zusammen, ja? Und nicht wieder alleine. Ich habe schon Rocket vermisst. Ich hätte mit mehr Kampfspuren gerechnet. Die scheinen sich auf den einen Bereich zu beschränken. Kein Wunder, dass wir im Dunkeln rumstolpern mussten. Whoa, du bist ja ein heißes Gerät. Hör auf zu flirten, Rocket. Soll der verkehrt rum sein? Ach, nur wenn du die gesamte Energie des Schiffs durch die Decke ableiten willst. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es muss einen Grund dafür geben. Einen fiesen. Versuch mal die Konsole. Damit können wir den Kern reinvertieren. Oder deinvertieren. Divertieren? Rocket! Die Konsole ist gesperrt, weil die Befestigungsarme eingezogen sind. Wenn wir sie aus den Seitentafeln fahren, können wir den Kern umdrehen. Okay. Aber Leute, das Ganze machen wir erst in der nächsten Folge weiter, so leid es mir auch tut. Weil ich sehe gerade auf die Zeit und es wird wieder mal ein bisschen knapp. Und ja, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber die Folge bestand fast mehr eigentlich nur aus Zwischensequenzen. Deswegen kam auch jetzt nicht so viel rüber von mir was. Aber naja. Gut, ich hoffe, in der nächsten Folge passiert etwas. Ich sag mal, halt mehr Action oder beziehungsweise wieder mehr Spielraum. Naja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich positiv freuen. Und das Ganze sehen wir erst in der nächsten Folge hier bei Marvel's Guardians of the Galaxy. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.